Pagliacci von Ruggero Leoncavallo. Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Die Personen: Canio, Chef einer Komödiantentruppe, spielt den Pagliaccio. Neda, Schauspielerin und Frau Canios, spielt die Colombiana. Tonio, Schauspieler, spielt den Tölpel Taddeo. Beppo, Schauspieler, spielt den Arlecchino. Silvio, ein junger Bauer aus dem Dorf. Tonio tritt vor den Vorhang und erklärt, worauf es im Stück ankommt. Gezeigt werde das echte Leben, nichts sei vorgetäuscht. Statt der Verkleidung solle man in die Seele der Schauspieler blicken. In einem Dorf, am Weg, ist ein Schild angebracht, auf dem heute Abend große Vorstellung steht. Die Schauspieler treffen am Nachmittag auf dem Dorfplatz ein. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Canio, der alternde Chef der Truppe, kündigt die abendliche Vorstellung an. Misstrauisch beobachtet er Tonio, wie er mit Canios Frau Neda flirtet, die er einst als Waise von der Straße holte. Canio geht mit den Bauern ins Wirtshaus. Sie ziehen ihn auf, wegen seiner Eifersucht. Canio schwört, wenn Neda ihn betrügen würde, würde er sie töten. Er wäre nicht untätig wie der Pagliaccio im Theaterstück. Neda hat den Schwur Canios gehört. Sie ist unruhig. Sie liebt heimlich Silvio, ein junger Mann aus dem Dorf. Der bucklige Tonio erscheint. Er will Neda seine Liebe gestehen, doch sie lacht ihn nur aus. Sie schlägt ihn mit der Peitsche ins Gesicht, als dieser zudringlich wird. Der gedemütigte Tonio verlässt den Platz und sinnt auf Rache. Silvio erscheint. Er versucht, Neda zu überreden, hier zu bleiben, doch Neda fürchtet sich vor der Rache Canios. Silvio fleht Neda an, gemeinsam mit ihm zu fliehen. Heimlich beobachtet Tonio die beiden. Silvio beschwört ihre Liebe und gemeinsam beschließen sie, heute Nacht nach der Vorstellung zu fliehen. Mittlerweile hat Tonio Canio hergebracht. Canio stürzt sich auf den Unbekannten, doch Silvio schafft es zu fliehen. Canio bedrängt Neda und will seinen Namen wissen. Als Neda dies verweigert, nimmt Canio ein Messer hervor. Peppe und Tonio können ihn davon abhalten, auf Neda loszugehen. Canio ist verzweifelt über seine Lage und bricht zusammen. Es ist Abend. Die Zuschauerränge füllen sich. Die Komödie beginnt. Neda spielt Colombiana. Sie weiß, dass ihr Gatte Pagliaccio alias Canio abwesend ist und wartet auf ihren geliebten Arlecchino, der ihr vor dem Haus ein Ständchen gibt. Es tritt zuerst der Tölpel Taddeo in ihr Zimmer, der ihr Liebesanträge macht. Sie weist ihn ab und schon bald ist Arlecchino bei ihr. Taddeo tritt außer Atem in das Zimmer und warnt sie, dass Pagliaccio im Dorf sei und außer sich sei. Arlecchino gibt ihr ein Pulver, das sie ins Getränk schütten kann, dass man gemeinsam in der Nacht fliehen könne. Als Canio ins Zimmer eintritt, vermischen sich Theater und Wirklichkeit. Als er den Namen ihres Geliebten wissen will, weigert sich Colombiana alias Neda, ihn preiszugeben. Die Erregung von Pagliaccio steigert sich immer mehr. Als sich Neda nochmals weigert, ersticht Canio sie. Silvio stürzt herbei, um Neda zu helfen. Canio erkennt den Nebenbuhler und tötet auch ihn. Mit hohler Stimme verkündet Canio: Die Komödie ist aus. www.opera-inside. Alles über Oper. Erfahren Sie mehr über diese wunderbare Oper. Mit interessanten Fakten und großartigen YouTube-Videos. Besuchen Sie uns.